Okay. Schön. Wir haben pünktlich angefangen. Ich habe, wie gesagt, die Folien für die heutige Veranstaltung schon mal live gestellt. Ich mache das immer gerne mit Google Slides, sodass ihr das auch auf dem Handy oder auf irgendeinem beliebigen Gerät nachvollziehen könnt und euch anschauen könnt. Wir werden mal sehen, ob das jetzt hier klappt mit dem Ding. Ja. Ich müsste jetzt mal schauen. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn einer von euch das nicht lesen kann, dann bewegt ihr euch und kommt irgendwie in die Richtung. Ich weiß, dass wir Abstand halten müssen, aber irgendeine Lösung müssen wir finden, dass ihr das auch sehen könnt. Ansonsten müssten wir gucken, dass wir es dunkler machen. Hauptsache, ihr kriegt das mit, was ihr mitkriegen müsst. Wir haben wieder eine Vierteilung heute. Wir haben 1,5 Stunden. Bitte. Entschuldigung? Nochmal. Ja, im Moodle findest du die Folien. Die Folien oder die. Nee, nee, das sind die Übungen. Das ist Absicht, damit ihr mir zuhört. Da drüber steht Folien zur SU01 Programming. Also das, was ich sehe, seht ihr nicht, ja? Du hast es gesehen. Schaut nochmal, vielleicht Refresh. Schaut mal, okay. Das ist hier ein Link quasi. Genau, also Intro war ja das, was wir letztes Mal hatten. Das ist ja für die ganze Woche. Schaut mal. Wir haben ja Mittwoch eine Vorlesung und wir haben Freitag. Das bleibt also bei 4. bis 10. April. Ihr habt die Folien und das Video von der letzten Thematik und ich hoffe, dass ihr das auch sehen könnt. Wir hatten jetzt hier eine Kollegin, die kann das. Ansonsten müsste ich jetzt. Zieh mal kurz deine Maske runter, sonst höre ich dich nicht. Alle, außer die, die nicht abgestimmt hatten. Ja, das war jetzt cool. Also sage ich gleich nochmal an. Nur nochmal Bestätigung. Geht das wirklich gar nicht? Ansonsten mache ich jetzt so einen Bitly-Link. Okay, dann mache ich einen Bitly-Link. Bei Arbeitsmaterialien? Also um die Ecke, ja? Okay, na dann, ich achte drauf. Ich kenne mich damit exakt null aus mit dem Ding. Über Arbeitsmaterial. Ja, wir sehen hier auch schon Zuschauer. Juhu. Okay. Da wir das geklärt haben, es gehört ja auch zu Logistik, hat jemand, ich hatte so 10, 15 Views auf dem YouTube-Video gesehen. Ich hatte das bei YouTube hochgeladen, das Video von der ersten Vorlesung. Wer hat es gesehen und war es hörbar? Ich finde, Audio war hart an der Grenze. Immer wenn ich mich wegbewegt habe, ich habe mal kurz durchgescrollt, war ich kaum noch zu hören. Die Fragen aus dem Publikum waren gar nicht zu hören. Also da müsste ich, solange wir jetzt nicht Mikros rumreichen, was wir nicht werden, die Frage wiederholen. Da müsst ihr mal darauf achten, dass ich die Frage wiederhole. Ich war okay zu hören, wenn ich am Rechner war. Ich habe einem Kollegen gebeten, der sich mit Audiotechnik auskennt, dass er mir mal Vorschläge macht für so ein Ansteckmikro oder so eins, was man über dem Kopf und dann hier so ein Mikro hat, dann wird es auch viel besser. Videoqualität, müsst ihr mir sagen, man konnte es, glaube ich, lesen, also den Text. Ist keine native Auflösung, da werde ich jetzt auch mal was machen. Da werde ich wahrscheinlich ein oder zwei Boxen hier zu stehen haben, es geht gar nicht anders, dass ich dann halt eine bessere Aufzeichnung habe. Okay. Also es hat keiner gemeckert, ihr konntet mich hauptsächlich, glaube ich, gut verstehen. Die Gruppenaufteilung, hast du recht. Jeder, der gewählt hat, hat auch das bekommen, was er gewählt hat. Die Ansprache hat geholfen. Das heißt, die Leute haben sich ein bisschen verteilt. Und wenn ihr wissen wollt, in welcher Gruppe ihr seid und vergessen habt, was ihr gewählt habt, ich habe das verlinkt. Also ich habe dann nochmal ein Spreadsheet gemacht,
Und wenn ihr in dem Moodle-Kurs, auch da weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt, es gibt hier wieder einen Link, Ergebnisse der Gruppenverteilung. Und da kommt ihr dann zu einer E-Mail, die ich euch geschickt habe. Die habt ihr hoffentlich auch bekommen. Und dann kommt ihr zu dem Spreadsheet, wo ihr hoffentlich wisst, welche Nummer ihr habt. Genau, im Belegplan musste ich dann auch nochmal rein. Also ich kann euch sagen, diese Geschichte mit den Nummern, dass die zwei hier unterschiedlich sind, macht mich wahnsinnig. In jedem System ist eine andere Nummer drin. Also mal die, im Moodle habe ich die, im Belegsystem habe ich die andere und ich mache hier immer einen manuellen Abgleich. Also falls ich euch irgendwie falsch einsortiere, dann nur, weil ich keine Maschine bin. Und das Ding ist broken by design. Aber wir kämpfen uns durch. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Ja, also ich habe das Video hochgeladen, wie versprochen, und ich habe die Gruppenaufteilung gemacht, wie versprochen. Das heißt, wir können jetzt loslegen. Programmierung. Ich habe euch ja versprochen, dass wir auch mal was machen in dieser Vorlesung. Achso, ich müsste jetzt einmal euch beide dann doch bitten, die Maske aufzusetzen, wenn es alle anderen tun. Mach mal so, beide. Setz du auch mal die Maske auf, einfach nur, entweder nehmen wir sie alle ab und machen die Tür zu und keiner merkt, oder wir setzen sie alle auf, lass uns die mal alle aufsetzen. Ich kann sie auch aufsetzen, bloß ich kriege wahrscheinlich irgendwann, wenn ihr wollt, setze ich. Ziele der heutigen Lerneinheit sind, groben Überblick kriegen, was Programmierung bedeutet, wieso man Programme schreibt. Wir gucken uns ganz, ganz High-Level die Programmiersprache Java an, lernen dort ein paar Bausteine kennen und gehen so ein bisschen in die Tiefe, gucken uns eine Beispielanwendung an. Wir werden heute auch gemeinsam programmieren. Das heißt, am Ende werdet ihr ein bisschen mehr verstehen als am Anfang. Die Kolleginnen und Kollegen, die bereits programmieren können, können gerne auf Durchzug schalten, aber nachher auch gerne helfen, falls wir eine Gruppenprogrammierung machen und die anderen nicht mitkommen, dann könnt ihr auch mal einen Tipp geben und dann, dass wir weiterkommen, wenn wir gemeinsam programmieren. Bevor ich jetzt einfach loserzähle, fände ich es ganz cool, wenn wir aus unserer Gruppe heraus, sowohl von den Erfahrenen als auch von denen, die noch nie programmiert haben, so ein bisschen Stimmungsbild kriegen, was ihr glaubt, was Programmierung ist und worum es da geht, was man dort tut. Weil gleich erkläre ich es natürlich, wie ich es erklären würde, aber bevor ich euch sozusagen zu sehr beeinflusse. Ihr habt ja alle diesen Studiengang gewählt. Der heißt nicht Programmierung, aber ihr wusstet ja, dass Informatiker programmieren. Also was ist eurer Meinung nach Programmieren? Worum geht es da? Genau, also ich muss das jetzt leider wiederholen. Also du hast gesagt, dass es darum geht, technische Probleme zu lösen, ne, mit dem Computer. Ja. Also du hast gesagt, in den Ingenieurswesen sozusagen gibt es Komponenten, die vorbereitet werden, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Maske hat es ein bisschen. Und dort ist auch Software im Einsatz. Was für Komponenten kennst du? Wir kommen gleich zu dir, beispielsweise. Nochmal? Du kennst keine Komponente. Na, ich bin mit dem Fahrrad hergekommen, da ist keine Software drin, zumindest nicht in meinem Fahrrad. Aber es gibt andere Geräte, wie zum Beispiel Autos, da unheimlich viel Software drin ist. Da sind auch einzelne Komponenten drin. Genau, oder eure Handys. Da ist Software drauf. Ja, genau. Also Probleme kann man ja auch. Ja. Ja. Also dein Stichwort war die Automatisierung. Das bedeutet, du hast gesagt, Probleme lösen, technische Probleme, also technisch Probleme lösen im Computer. Du hast gesagt,
in vielen Bereichen, in vielen Komponenten, bei den Ingenieuren im Einsatz. Und du hast gesagt, da geht es auch um Automatisierung. Das bedeutet, Probleme lösen und möglichst automatisiert und möglichst, ich versuche mal jetzt quasi so eine Story draus zu machen, möglichst sozusagen unterstützend im Alltag für den Menschen. Ja? Also mit einem Ziel, mit einem Sinn, ein echtes Problem lösen. Gut. Und um das so ein bisschen zu lenken, was glaubt ihr, was Programmierung bedeutet, wenn ihr es macht? Jetzt darfst du gerne mal. Fehler beheben. Am besten keine Fehler machen, aber wenn man welche macht, ja. Etwas in die Richtung, also sich mit Problemen auch beschäftigen im Alltag. Du hast gesagt, Text schreiben, hast du gesagt? Ja, Text schreiben. Ganz besondere Art von Text, wie wir heute kennenlernen werden. Bisschen lauter, gib Gas. Ja, also es geht wieder um Prozesse, Vereinfachung, Automatisierung. Das bedeutet, du hast gesagt, Text schreiben. Du hast vollkommen recht. Wir werden sehen, wie viel Text wir heute schreiben müssen. Und er sagt, Prozesse automatisieren. Ich verknüpfe das mal und sage, dass man auch schon wissen muss, welche Texte man schreibt. Man kann ja nicht irgendwas schreiben. Also ich sage mal, du hast eine bestimmte Syntax, ne? Da gibt es halt Funktionen, Daten, okay, okay. Du musst was deklarieren und so weiter, du musst eine Struktur haben und du kannst dann auch Operatoren haben, überladen, genau. Weil Java weiß ich nicht, was geht. So. Mach mal kurz Pause, damit ich den anderen sage, du hast gerade ein paar Fachbegriffe verwendet, du hast sozusagen Bestandteile vom Programmieren genannt, also Begriffe, die heute auch vorkommen werden. Syntax hast du verwendet, du hast Operatoren und ähnliches. Machen wir gleich. Das heißt, es gibt eine Art Sprache, so wie die deutsche Sprache, und da gibt es auch eine Programmiersprache und die hat ganz bestimmte Bestandteile. Du wolltest noch etwas sagen. Nee, aber es ist okay. Du sagst es trotzdem, weil das heißt ja nicht Unrecht. Also es geht darum, sozusagen im Gehirn aktivieren, eine komplett neue Sprache lernen, die ist einfacher als eine natürliche Sprache. Das dürft ihr, also ist jetzt nicht so, als würdet ihr jetzt anfangen, Französisch oder Russisch, wo ihr vorher nichts davon gehört habt. Das ist hart, das dauert wirklich sehr lange. Programmieren macht ihr nach 2 Monaten schon ganz gut. Okay. Also wir haben gehört Logik, das heißt das Problem, was man hat, wenn man es verstanden hat, das Problem, es automatisieren will und dann auch die Sprache kennengelernt hat, muss man das, was man dann macht, auch logisch sein. Es muss das Problem auch lösen. Man muss dem Programm beibringen, was es zu tun hat. Es muss Sinn machen. Ne? Logik in dem Sinne. Okay? Du wolltest noch was ergänzen? Ja? Ja, also was du gesagt hast, ist, dass bestimmte Programmierer, wenn sie erfahren sind, vielleicht auch wenn sie unerfahren sind, Dinge von anderen nehmen, also Programme von anderen nehmen, die vielleicht Teile ihres Problems lösen und sie dann in ihrem Programm integrieren. Das geht auf verschiedenste Art und Weise, du hast vollkommen recht. Das bedeutet, wenn ich das interpretiere, was du sagst, ist, müssen wir eigentlich alles vom Scratch schreiben. Also müssen wir eigentlich alles von Neuem schreiben, wenn wir anfangen zu programmieren? Müssen wir beim 1x1 anfangen? Müssen wir dem Rechner beibringen, dass er was tun soll, wenn wir die A-Taste drücken? Müssen wir das alles tun oder basiert unsere Programmierung auf Dinge, die da drunter liegen? Da war mal eine Frage, meld dich mal, die in der letzten Vorlesung ist vielleicht noch da. Ob wir sozusagen tief reingehen in die Hardware und auf welche Schichten wir basieren. Natürlich hast du recht, wenn wir Software schreiben, müssen wir nicht von null anfangen, den Rechner zusammenbauen, auf dem wir die Software schreiben wollen. Das müsste man vielleicht in den 50er Jahren machen, also in den 1950ern, wenn ich die meine, wenn ich 50er sage. Aber heute nicht mehr. Heute haben wir sozusagen viele Ebenen wie das Betriebssystem, das iOS, Windows, das nimmt uns ganz viel ab. Da ist auch Software drin, die ist auch programmiert von anderen Entwicklern, die bei Microsoft, Apple und sonst wo arbeiten. Und auf dieser Basis arbeiten wir. Das heißt, wir stehen immer, man sagt es ja so, wir stehen immer auf den Schultern von Giganten, so heißt es ja, ne? Standing on the shoulders of giants. Alle Leute, die vor uns Dinge erfunden haben, Elektrizität, Logik, Mathematik und so weiter, müssen wir uns weitestgehend um vieles nicht kümmern. Und dann
gehen wir oben rauf und lösen dann neue Probleme, die es damals gar nicht gab. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wie kriege ich einen OnlyFans-Account, ohne bezahlen zu müssen? Irgendein Kommentar noch. Was bedeutet Programmierung? Wir haben jetzt eigentlich alles gehört. Die Folie ist überflüssig. Ihr habt gesagt, man sagt dem Rechner, was dieser tun soll, damit er Probleme löst. Ja, damit sind wir erstmal fertig mit der Vorlesung, aber jetzt müssen wir sagen, das Wie. Ne? Wikipedia sagt dazu, dass Programmierung eine öffentlich bekannte Schrift ist. Ja, das ist ganz spannend, weil viele Programme sind gar nicht öffentlich. Einige sind öffentlich, da sagt man auch Open Source dazu. Da man kann sozusagen Programme im Netz sehen, wie sie geschrieben sind, sie überprüfen. Andere Programme sind versteckt, da könnt ihr nur quasi das iOS und das Android, was ihr habt, das hat einen sehr großen Unterschied. Ne? Apple gibt den Source Code, das bedeutet, dass die Programme, mit denen das Betriebssystem iOS gebaut ist, nicht frei. Bei Android ist es anders, da ist die Basis, ein Kern, Open Source. Man kann sich den Source Code von Android angucken. Es gibt zwar immer herstellerspezifische Anpassungen für Samsung, Huawei und so, die dann nicht frei sind, aber im Kern ist Android frei. Und da ist schon mal ein Unterschied. Trotzdem sind es beide Programme und beides ist valides Programm. Das eine steht offen im Netz, das andere nicht. Aber da kommt es jetzt erstmal her. Das heißt, es geht um Programme zu erstellen. Es geht um einen Teilbereich der Softwareentwicklung. Das habe ich euch versprochen. Ich behaupte mal 30%. Wenn ihr programmieren könnt, seid ihr noch kein Softwareentwickler. Ja, weil ihr müsst auch noch das Richtige schreiben. Nicht nur irgendwas schreiben. Ihr müsst verstehen, was das Problem ist. Ihr müsst das Problem identifizieren. Ihr müsst das Problem vielleicht in Teilprobleme teilen. Ihr müsst das Problem auch verifizieren, vielleicht bevor ihr die Software schreibt. Das bedeutet, die Software, die ihr nicht schreibt, ist bugfrei. Das bedeutet, die hat keine Fehler. Ja, genau die Software, die ihr nicht schreibt, hat keine Fehler, weil ihr sie nicht vermieden habt, sie zu schreiben, weil sie gar nicht gebraucht wurde. Viele Software, die in Behörden und so rumkreucht und fleucht, Formulare und Co., da ärgern sich die Nutzer. Oder ihr habt euch selbst schon mal geärgert, wenn ihr, weiß ich nicht was, einen Termin für einen Führerschein oder einen Personalausweis machen wolltet über das ein oder andere Formular. Und dort geht es immer darum, löst dieses Programm, wo man sich anmeldet für einen Personalausweis, das Problem, was ich habe. Manchmal gut, manchmal schlecht. Manchmal ist das viel zu kompliziert gemacht. Manchmal ist es gut gemacht. Also, Programmierung bedeutet vom Problem eine Idee entwickeln, wie man das Problem löst. Man schreibt ein Programm, welches die Lösung repräsentiert, nicht das Problem. Ja, der Mensch ist dazwischen im Moment noch benötigt, kommen wir noch dazu. Und dann führt der Rechner das aus. Das ist erstmal ganz einfach. Aber es gibt auch Dinge, die Programme nicht tun können. Ja, da können wir auch in die Komplexität gehen, wenn ihr jetzt in Richtung künstliche Intelligenz und so, aber lasst uns doch einfach anfangen. Erstmal mit dem, was wir heute noch ertragen. Rechner sind erstmal per se dumm, sie sind schnell, sie können bestimmte Dinge sehr gut, aber sie können für uns nicht diese Probleme lösen. Das bedeutet, wir sind gefragt und ich gehe davon aus, dass im Laufe eurer Karriere sich ein bisschen was ändern wird, aber im Grundsatz erstmal nichts. Dass ihr trotzdem gebraucht werdet und dass euer Kopf, eure Lösungskompetenz darin liegt, Probleme zu lösen. Und das liegt daran, dass die Probleme, die ihr löst, löst ihr meistens für Mitmenschen. Software schreibt man nicht in seltensten Fällen für Situationen, wo keine Menschen sozusagen beteiligt sind. Es gibt den Mars Rover, das ist richtig, der ist irgendwo auf dem Mars. Aber auch der hat ja auch sozusagen Software, der zurück zur Erde Informationen schickt, wo wieder Menschen diese Informationen verarbeiten und Entscheidungen treffen. Also Software oder Programme schreiben wir, damit Rechner, die dumm sind, die Dinge tun, die wir wollen, die sie tun. Also sie sind ein bisschen unsere Arbeitstiere. Das Programm kann also die Lösung in der Regel nicht selbst finden. Da gibt es Grenzen. Ihr wisst, dass zum Beispiel Probleme wie Schach oder Go mittlerweile mit viel Aufwand gelöst sind. Das heißt, da kann das Programm auch spielen. Aber sobald dasselbe Programm genommen wird, ohne Änderung und in ein Auto getan wird und es soll jetzt fahren, kann es das nicht, weil es für eine ganz spezielle Sache vorbereitet ist. Ne? Zum Beispiel für Schach oder für Go.
Es hat eine bestimmte Möglichkeit, ein Problem zu lösen und auch Lösungsstrategien zu finden. Wenn ihr zum Beispiel Spiele spielt, dann wisst ihr, dass es Bots gibt, die schlauer sind und dümmer sind in Multiplayer-Spielen und das ist ein ganz spezielles Problem. Man kann nicht die Software nehmen und sie in ein ICE reintun und das Ding macht was Sinnvolles. Das ist alles sehr, sehr speziell gebaut. Und was ein Programm dann tun kann, ist uns Menschen unterstützen. Das will diese Folie eigentlich sagen. Und ein Programm schreibt man idealerweise so, dass man die Lösung konzipiert. Also man schreibt das in Form von Text und programmiert das. Und dann fehlt dem Programm in der Regel fehlenden Daten. Ja? Wenn ich eine Software schreibe, damit ein Auto selber fahren kann, ist das super. Aber das Ding muss dann auch raus auf die Straße und die Sensoren müssen messen und das Ding muss Daten kriegen, damit die Software auch Entscheidungen treffen kann. Also oft ist das eine Kombination aus Daten und Programm. Ein Programm, welches ihr schreibt, aber nicht ausführt, ist Text. Das ist nur Literatur. Ein Programm, was ihr ausführt, ist auch gut, aber Programme brauchen immer Daten. Sie brauchen häufig Daten. Also hier ist ein Beispiel, wenn ein Programm die Fläche eines Kreises ganz einfach berechnen will, also Pi mal R Quadrat, dann muss man R übergeben. Das kann es nicht, es kann zwar generell für alle Kreise die Fläche berechnen, aber es braucht von euch den Input. Welchen Radius hat denn dein Kreis, damit ich dir die Fläche ausrechne? Es braucht Input. Ja? Daten sind wichtig. Und man programmiert, um Menschen zu unterstützen. Ja, man hat es auch aus anderen Bereichen gemacht. Ne? Ihr wisst, wieso man Nutztiere gehalten hat. Vor 5000 Jahren hat es angefangen, dass man Pferde und andere Tiere, Nutztiere gehalten hat, damit die Arbeiten verrichten, die der Mensch zwar verrichten könnte, aber unglaublich viel länger braucht, weil der Mensch nicht so viel Kraft hat und nicht so viel Ausdauer ist und weil er auch faul ist, weil der Mensch sozusagen eine kognitive, eine geistige Entwicklung hat mit seinem Gehirn, dass er weiß, dass diese Aufgabe Kacke ist. Ja? Und so ein Pferd auch bis zu einem gewissen Maß, wenn man es schlecht behandelt, aber das dauert. Ja? Und deswegen hat sich der Mensch Pferde und andere Dinge zunutze gemacht. Und hier ist es genauso, dass wir, weil wir nicht so schnell rechnen können wie ein Computer und auch nicht so häufig das machen wollen, also vor 100, 200 Jahren haben bestimmt sich Leute hingesetzt und die Zahl Pi ausgerechnet mit Tausenden von Stellen nach dem Komma, aber da saßen die Leute dann da und haben gerechnet. Wer weiß, was das Wort Computer bedeutet? Ihr habt bestimmt diesen Film gesehen, diesen Hollywood-Film, wo die Richtung Mond wollten. Computer ist das Wort für Rechner, aber bevor es Rechner gab, gab es das Wort Computer schon. Ja, ja. Es kommt von Compute-Verarbeitung, aber Computer waren Menschen. In der Regel Frauen, weil die das besser können als Männer. Die saßen da und haben ausgerechnet. Mit Bleistift und Papier haben die Differentialgleichungen gelöst. Die haben Variablen bekommen und haben gerechnet. Da war dann dieser Raum voll von Computern. Das war eine Jobbezeichnung. Bis es dann, da gibt es einen Film dazu, könnt ihr euch mal angucken, bis dann irgendwann mal so ein Riesenrechner kam, der hat genauso denselben Raum eingenommen, der hat aber viel schneller die Dinge ausgerechnet, also hat man diese Kiste, diese elektronische Kiste, Computer genannt. Ja, Computer sind Frauen gewesen, die ausgerechnet haben. Männer haben das nicht hingekriegt. Also einfach sich so lange zu konzentrieren. Ihr könnt ja auch Fließbandarbeit und viele Dinge, die du, auf jeden Fall ist diese Story in dem Film so, dass dann ein Teil der Frauen merkt, dass die Rechner kommen, also die IBM-Rechner kommen, und die lernen dann die Programmiersprache, mit der man diesen Rechner programmiert, um sich nicht überflüssig zu machen. Na, einige merken es nicht, aber einige der Frauen nehmen das Handbuch, lesen, lernen die Programmiersprache, mit der man diese Kiste programmiert, weil die ist ja dumm. Und dann haben die ihren Job behalten und haben dann quasi einen neuen Job gekriegt als Programmierer. Und dann haben sie quasi, waren sie nicht mehr Computer, sondern Programmierer. Aber das musste ja auch irgendjemand machen. Die Formeln quasi eingeben, die Programme machen. Und so
kann es dann auch sein, dass im Laufe eurer Karriere wieder irgendwas kommt, wo ihr umlernen müsst, wo ihr reagieren müsst, wo ihr mal schauen müsst, das, was ich bisher gelernt habe, muss ich vielleicht neu lernen, anders lernen, damit ich mich mithalte. Ne? Das kann schon sein. Ich habe zwei Kollegen, einer ist 56, einer ist 58 in der Firma gehabt. Die haben immer noch programmiert, sehr gut programmiert, aber die haben die Schwierigkeit, dass irgendwann mit dem Alter man nicht mehr mit einem 23-Jährigen, ich übrigens auch nicht, oder einer 23-Jährigen mithalten kann, wie schnell das Gehirn funktioniert. Ja? Wenn man 60 wird, 65 wird. Und die zwei Kollegen haben zum Beispiel ihre Karriere nicht geändert. Die programmieren immer noch. Viele andere fangen an, im zweiten, dritten Abschnitt ihres Lebens andere Aufgaben zu übernehmen. So wie ich. Lehre machen. Oder innerhalb einer Abteilung Management machen. Also mehr die Erfahrung reinbringen, statt das wirkliche Programmieren. Weil dazu braucht man wirklich Hardcore-Kapazität, die ihr noch habt, ich auch noch, aber ich in 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Also das ist schon eine anstrengende Aufgabe. So, wo waren wir? Wiederverwendbarkeit. Du hast, irgendeiner hat Automatisierung gesagt, hier vorne. Darum geht's, ne? Dinge wiederholen, Fläche berechnen, Sensoren verarbeiten und ähnliches. Okay, das war jetzt viel geredet. Lasst uns doch mal ein Programm angucken. Bevor wir überhaupt erklären, was es ist. Wir gucken uns jetzt mal das Programm an. Das könnt ihr übrigens hoffentlich auch alle. Wer es nicht kann, der müsste sich wahrscheinlich... Nee, ihr müsstet das eigentlich alle können. Hier reingehen. So. Das habe ich euch das letzte Mal gezeigt. Das ist auch die Umgebung, in der ihr eure Übungen einreichen könnt. Und hier könnt ihr auch ein bisschen Code sehen. Programm sehen. Bevor wir in die einzelnen Bestandteile gehen, was wir hier überhaupt sehen, sage ich euch mal, was das Ding tut. Dieses Programm ist in der Lage, die Fläche eines Kreises zu berechnen, mit der Formel Pi mal Radius zum Quadrat. Und das tut es hier. Wir werden im Einzelnen reingehen, wieso es das tut und wie es das tut. Wenn ich dieses Programm, wenn ich hier auf diesen Button drücke, den ich gleich erkläre, und dann auf den Run-Button drücke, also das Programm ausführe, berechnet das mir die Fläche für diesen Kreis. Und wenn mein Radius 30 ist, dann wird dieses Programm eine andere Zahl ausspucken, ja? Weil es dieses Programm ausführt. Und das ist das, was ich euch vorhin gesagt habe. Die Daten, die ich hier reingebe, die können sich ändern. Das ändert nichts an der Lösung, die ich gebaut habe, ne? Die Lösung ist, wie man die Fläche berechnet. Die Daten, die ich reingebe, da habe ich jetzt hier mal gesagt, mein Radius ist 30, was auch immer 30. Das Codewort, wenn man dort anmelden oder no. Ja, in der Übung 0, die ich nachher freischalte, da gebe ich euch ein Muster, wie ihr euch anmeldet, also wie der Benutzername heißen soll bei Codeboard. Ich glaube aber, du kannst ohne Anmeldung in den Code. Nein? Okay. Wer jetzt direkt das nachvollziehen will, dem kann ich sagen, wie der Aufbau... Na, das sind so die Dinge, wo ich mir ausdenke, wie die Vorlesung läuft. Das sind so Bugs in meinem Vorgehen. Ne? Das sind so Probleme, die ich nicht gesehen habe. Ich zeige euch das. Einfach nur in der Übung 0, die ihr dann später in der Übung bearbeitet, steht hier drin, dass ich mich freuen würde, wenn ihr euch so anmeldet. BHT Matrikel, also BHT und dann die Matrikelnummer als Benutzername. Das wäre ganz toll. Und die E-Mail könnt ihr, naja, ihr kennt ja eure E-Mail. Es muss nicht die BHT-E-Mail sein, mir reicht es, wenn die Matrikelnummer hier steht, dass ich euch finde. Irgendeine ID brauche ich, damit ich weiß, wer ihr seid. Das wäre ganz toll. Und ich hoffe, dass dieser Benutzername dort nicht vergeben ist. Aber es muss jetzt nicht jeder tun. Bleibt ruhig. Nur wer jetzt direkt mit mir nachvollziehen will, was ich hier tue. Im Rahmen der Übungen könnt ihr das dann machen. Okay, wir haben jetzt das erste Programm gesehen. War jetzt nicht so spektakulär. Was das Ding allerdings tut, wieso das Programm so aussieht, wie es aussieht und was diese ganzen Zeichen bedeuten und wieso das nicht anders aussieht, sondern genau so aussieht, das besprechen wir jetzt gleich. Was ihr gesehen habt, war eine Programmiersprache. Wir werden jetzt im Laufe der Vorlesung noch weitere Beispiele sehen und auch das Beispiel könnt ihr euch im Nachgang angucken.
Übrigens, wenn ich da jetzt die 30 eintrage, seht ihr nicht die 30. Ich müsste erstmal speichern und so. Also jeder hat auch seine Variante. Ihr könnt damit rumspielen, wenn ihr da dran seid, und verändern. Aber das könnt ihr auch im Rahmen der ersten Übung. So, Programmiersprachen. Programmiersprachen haben, es gibt einen Grund, wieso man sie Sprachen nennt. Wenn ihr euch mit Sprachen beschäftigt, ein Minimum wisst ihr darüber, was eine Sprache ist. Ihr wisst, dass ihr im Unterricht, nehmen wir mal den Deutschunterricht oder den Englischunterricht, ihr wisst, dass ihr einerseits Vokabeln pauken musstet, andererseits musstet ihr die Grammatik lernen und dann Ausnahmen, ja, also Vergangenheitsform und ähnliches. Und dann habt ihr erstmal noch nicht die Sprache gekonnt. Ich habe 5 Jahre Französisch gehabt, ich kann kein Französisch. Ihr müsst es dann auch machen, und damit es sozusagen sitzt. Ihr müsst es wiederholen. Dann habt ihr einen Vorteil, wenn ihr eine Sprache lernt, in eurer Umgebung andere auch diese Sprache sprechen bereits oder sprechen wollen, also gerade im Lernen sind. Das bedeutet, wenn ihr in Deutschland seid und Deutsch lernt, habt ihr einen Vorteil, weil jeder um euch herum in der Regel Deutsch spricht. Und dann könnt ihr Leute fragen und die können euch korrigieren oder können euch helfen. Wenn ihr versucht, Kantonesisch zu lernen in Deutschland, dann kann es schwieriger sein, weil eure Umgebung nicht die ist. Vielleicht kommt ihr schwerer an Lernmaterial, was jetzt heute mit dem Internet anders ist. Aber ihr braucht Gesprächspartner. Ne? Vielleicht findet ihr jemanden im Netz. So, Java ist auch eine Sprache und sie hat ähnliche Bestandteile. Sie hat Begriffe. Im Deutschen gibt es sowas wie ist, hat, ich, sein und so weiter. Ihr könnt ist, IST, nicht anders schreiben als IST. Dann ist es falsch. Ihr könnt es machen, aber dann ist es falsch. Anders als bei den Programmiersprachen ist es so, dass ihr durchaus ist mit einem SZ schreiben könnt. Und da wird die Welt davon nicht untergehen. Außer irgendjemand wird sagen, du kannst nicht so gut Deutsch. Hier bei der Programmiersprache ist es so, euer Programm wird nicht laufen. Das ist hier ganz hart. Das ist nicht tolerant. Einiges ist tolerant, ihr könnt Dinge selbst benennen, aber manche dieser Wörter sind, man sagt, reserviert. Das bedeutet, die schreibst du so und nicht anders. Anders als in der deutschen Sprache. Vielleicht kann man in der deutschen Sprache auch damit spielen, dass man mal Fehler einbaut. Vielleicht war Altdeutsch anders als das Hochdeutsch, was wir jetzt sprechen. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Das wird der größte Unterschied sein, den ihr mit Freunden von euch, die in den Geisteswissenschaften sind, haben werdet. Die werden euch nicht verstehen. Und ihr werdet die nicht verstehen, weil die dürfen frei sein in ihrer Sprache, ihr in der Regel nicht. Eure Sprachen sind sehr eingegrenzt, aber euer Ideenraum ist genauso groß. Also ihr könnt verrücktes Zeug programmieren, machen und tun, aber ihr habt sozusagen eine ganz, ganz enge Sprache. Und das kann man richtig schreiben und falsch schreiben. Hier ist ein Beispiel mit der Grammatik, ne? Ja? Ich liebe Programmierung, wenn ich die 3 Wörter habe, muss ich die in der Regel, im Deutschen gibt es kaum Programmierung, liebe ich, würde auch gehen. Ich liebe Programmierung, aber liebe Programmierung, ich, klingt schon komisch, ist nicht mehr Deutsch, aber man versteht es. Also wenn jemand gerade Deutsch lernt, ihr wisst es ja, gerade Sprachen jetzt wie zum Beispiel Farsi, was ich gesprochen habe, oder andere Sprachen, die haben ja eine andere Grammatik. Und wenn man die deutsche Sprache lernt, verwendet man immer seine Heimatgrammatik und dann klingt das immer komisch. Aber es versteht einen jeder. Wenn ihr euer Programm falsch schreibt, versteht euch die Maschine nicht und dann gibt es diese tollen Fehlermeldungen. Boom! Du machst irgendwas falsch und das wird euch frustrieren. Und genauso allerdings Gemeinsamkeiten der Sprachen, genauso wie man allerdings in einer Sprache, in einer natürlichen Sprache wie Deutsch, Texte schreiben kann wie das Steuergesetz oder Literatur, Poesie, Theater schreiben kann mit denselben Wörtern und denselben Buchstaben und denselben Satzzeichen, Komma, Ausrufezeichen, können ja ganz verschiedene Texte entstehen. Die können langweilig sein oder spannend sein. So kann es auch euer Code sein. Für euch selbst und für mich, wenn ich es lesen muss, wenn ihr es lesen müsst. Es gibt eine Sache, die man nicht vergessen darf in der Informatik. Wenn ihr heute ein Programm schreibt, könnte es sein, dass ihr eure eigene Version in der Zukunft, also ihr in 6 Monaten,
quasi damit belastet, wie ihr heute das Programm geschrieben habt, weil ihr es nicht gut geschrieben habt. In 6 Monaten müsst ihr vielleicht an dasselbe Programm wieder ran und versteht es nicht mehr und ärgert euch über euch selbst, weil ihr das nicht klar ausgedrückt habt, weil ihr das nicht sozusagen dokumentiert habt oder andere Maßnahmen getroffen habt, sodass ihr euch selbst, eurem zukünftigen Ich, genug Hinweise gibt dafür, was dieses Programm eigentlich tun sollte, welches Problem eigentlich gelöst werden sollte und wie es gelöst wurde. Das bedeutet, man kann es wirklich in der Spannweite von unverständlich bis klar strukturiert schreiben. Und ihr müsst immer daran denken, dass eventuell nicht ein anderer eure Software irgendwann in Zukunft verändern muss, verbessern muss, sondern ihr selbst. Das heißt, immer schön dran denken. Ich habe letztes Mal erwähnt, dass wir die Programmiersprache Java verwenden und heute auch. Und ihr müsst das alles mal in so einen Kontext setzen. Wo sind wir eigentlich, wenn ich sage, diese Programmiersprache, was gibt es da eigentlich noch da draußen? Wie alt sind eigentlich Programmierer in der Regel? Was verwenden sie für Programmiersprachen? Was verwenden sie für Betriebssysteme? Ich hatte auch die Frage, was empfiehlst du für ein Betriebssystem? Ich habe euch hier eine Studie verlinkt. Hier ist tatsächlich was verlinkt. Eigentlich ist hier was verlinkt. Ja. Da gehen wir jetzt nicht komplett durch. Das ist aber ganz schick. Und zwar, wenn ihr runterscrollt, kommt immer stückweise mehr Informationen über. Das sind 80.000 Entwickler gewesen, die in einer Umfrage international geantwortet haben. Und ihr könnt sehen, wer hat die Antworten gegeben? Ja? Amerika, Indien, Deutschland führen. Das heißt gar nichts. Das heißt einfach nur, dass die Leute die Formulare ausgefüllt haben. Und ihr seht auch, wie alt die waren, die Demografie. Und da seht ihr schon eine gewisse Trend. Auch ob der stimmt, ob da eine Art Voreingenommenheit drin ist. Haben die genau die Leute gefragt, die so alt waren? Wissen wir nicht. Also ist diese Studie repräsentativ? Aber wenn wir mal annehmen, dann seht ihr das, was ich gesagt habe. Ich bin jetzt 39 Jahre alt und da geht es schon langsam runter mit. Da fangen die Leute in der Regel, das ist ja die Frage, ist ja, wann jemand seine erste Zeile Code geschrieben hat, sein erstes Programm geschrieben hat, und die Leute fangen in der Regel nicht in meinem Alter damit an. Kann man machen, aber machen sie nicht. Und schaut euch doch einfach mal an, sozusagen, wie das läuft. Ich habe auch noch einen, den ich euch geben will. Also ihr seht euch selbst, glaube ich, so in diesem, also ihr seid nicht unter 18, glaube ich. Ist hier jemand unter 18 und studiert schon? Kann ja sein. Aber ihr seid so in diesem Feld, ich glaube mal hauptsächlich seid ihr unter 30 und dann gibt es ein paar wie mich, die ein bisschen über 30 sind. Ein, zwei vielleicht. Und ganz interessant war auch, damit ihr euch wiederfindet, hier sind so die Jobprofile, die es gibt. Wer hat welches Jobprofil? Und was ich ganz spannend fand, war, genau, Education. Da findet ihr euch ja wieder, ne? Also ihr seid nicht unbedingt falsch, wenn es nach Statistik geht, sitzt ihr hier nicht falsch. Es gibt zwar Alternativen, zum Ziel zu kommen. Also es gibt eine Alternative, irgendwie Programmierer zu werden. Es gibt so my own way, ich lerne es selber. Es gibt so, ich mache so ein Bootcamp 6 Wochen, dann bin ich Programmierer und gehe in den Job. Es gibt das Studium, es gibt die Ausbildung, es gibt Talente, natürliche Talente, die gar nichts, die machen das so irgendwie von sich aus. Es gibt welche, die haben Eltern, also wie mich zum Beispiel, ich mache mit meinem Sohn ungefähr das, was ich mit euch mache, der ist 7. Also nicht jetzt hardcore, aber so die Basis, die kennt er schon. Also der kann schon ein bisschen programmieren und so, weil er einfach Vorteile hat, weil sein Vater sich dafür interessiert. Also es gibt 1000 Gründe, aber der verlässlichste Weg, Programmierer zu werden, ist entweder also Interesse haben und dann Ausbildung, Studium, in ein strukturiertes Programm gehen. Es ist vollkommen egal, ob ihr eine Ausbildung oder Studium macht. Es gibt natürlich da andere Nuancen. Ja? Es wird eine andere Perspektive eingenommen, eine andere Wichtigkeit bestimmten Dingen gelegt. Aber wenn ihr Interesse habt, lasst ihr euch weder von einer schlechten Ausbildung oder einem schlechten Studium aufhalten. Ihr nehmt die Noten mit, ihr macht das, was man muss. Ihr werdet aber Programmierer, weil ihr das Interesse habt. Aber wenn ihr das Interesse erstmal aufbauen müsst, dann ist ein strukturiertes Programm wie sowas wie eine Ausbildung oder ein Studium genau das Richtige. Also ich finde, ihr habt es richtig gemacht.
Ja, und dann kann man noch tausend andere Fragen hier reinschauen. Ich fand es ganz interessant, dass man sich nicht so ganz alleine fühlt, dass man nicht sagt, mache ich eigentlich das Richtige, was macht die große, weite Welt, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Kommen wir wieder zurück zum Programm. Übrigens, irgendwo dazwischen ist dann, ist Java, die Programmiersprache Java, eigentlich weit verbreitet oder nicht, und sie ist irgendwo auf Platz 3. Ja, bitte. Man hat ja gesehen, dass recht viele Leute Bachelor haben, aber vergleichsweise weniger Master. Ja. Also ein Sie kenne ich erstmal nicht. Ja, alles gut. Ob ich empfehle, einen Master zu machen? Ich glaube, das ist ja sehr individuell. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, einen Master zu machen. Es gibt sehr triviale. Die Eltern zahlen so lange, bis die erste Ausbildung beendet ist und man kann ihnen verkaufen, dass Master dazugehört, weil man noch nicht in den Job rein will. Das ist ein sehr guter Grund. Spät erwachsen zu werden, finde ich nicht zu früh. Das andere ist, dass man hofft im Masterstudium so diese Anfangszeit, ihr werdet ja jetzt ein bisschen mit Mathe gequält, dann werdet ihr mit Betriebssystem gequält, dann werdet ihr mit Programmierung gequält, das ist ja viel Quälerei, also ihr sollt ja auch ein bisschen ausgesiebt werden, ne? Man wünscht sich ja, dass die bleiben, die sozusagen Energie haben und die Mathe überstehen und die Programmierung überstehen, und so im Masterstudium ist als alles persönlicher. So habe ich das von den Studenten, die ich kenne. Die Professoren nehmen einen dann auch als fertigen Entwickler oder fertigen Programmierer, Informatiker wahr und gehen mit einem in so einem Peer-Level. Also man ist auf gleicher Ebene und löst Probleme eher auf gemeinsamen Projekte und so. Das ist so ein bisschen mehr das Miteinander. Ich versuche das sofort von Anfang an. Ich will da nicht so eine Ebene einbauen. Aber ich glaube, das kann man im Masterstudium erwarten, dass man tiefer reingeht. Dann gibt es die dritte Variante, Sekunde, das wäre, wenn du für dich, ich habe ja promoviert, und wenn man heute promovieren will, dann reicht es mit dem Bachelor nicht. Wenn man denkt, dass die Karriere weitergeht und dass man sich vertiefen will in ein Thema und weiter wissenschaftlich, dann macht es auch Sinn mit dem Master. Geld verdient ihr am meisten, wenn ihr jetzt rausgeht und ein Business startet und dreimal scheitert, wenn es um Geld geht. Wenn ihr aber verlässlich halb so viel Geld, oder? Also wenn ihr verlässlich über die ganze Laufzeit Geld haben wollt, dann seid ihr hier richtig, und nach dem Bachelor könnt ihr euch schon sehr gut bewerben. Also ich habe sehr gute Bachelor-Bewerbungen in meiner Firma gehabt, die ich genommen habe. Die sind cool, die können alles, was man will. Firmen wollen auch keine versauten Studenten. Nach dem Bachelor hat man euch genug trainiert, dass ihr Frust ertragen könnt, Lernkurven, dass ihr euch in ein Problem einarbeiten könnt, ihr müsstet viele Probleme lösen. Man nimmt dann lieber gerne einen Bachelorstudenten und bringt ihr oder ihm das bei, was in dieser Firma benötigt wird. Es gibt überhaupt keinen Jobnachteil, meiner Meinung nach, zwischen Bachelor und Master. Außer man hat Selbstinteresse, sich da so zu vertiefen. Aber ich würde mir da jetzt noch nicht den Kopf machen. Wenn ihr vor dem Bachelor steht, überlegt ihr euch das. Da gibt es immer diesen Scheideweg, ne? Und ich habe auch schon Leute gesehen, die nach dem Job wieder zurück, um doch den Master zu machen. Man kann den Master online machen, nebenbei machen. Also, du fragst aber den Falschen. Ich habe Diplom gemacht, ich habe promoviert und bin jetzt Professor. Ich bin natürlich Akademiker, aber ob ich jetzt meinen Söhnen das aufdrücken würde, nee. Gut, lass uns zurückkommen, damit wir was schaffen. Aber diese Fragen sind wunderbar und sprecht mich gerne an. Solche Lebensentscheidungen, die trage ich oder die da helfe ich euch gerne. Also wenn ihr auch denkt, soll ich mit dem Studium aufhören, weil ich habe wirklich das und das festgestellt. Schreibt mich an, wir treffen uns zum Kaffee. Ich werde euch nicht partout halten wollen, aber ich werde Feedback geben wollen, wie ich das sehe. Also wenn ihr zweifelt an der Informatik. Wie wird ein Programm, also ich bin nicht hier, um Inhalte zu vermitteln. Ihr könnt euch die Folie angucken, da steht dasselbe. Ich bin auch da, um ein bisschen zu helfen. Eure Eltern werden nach einer Weile nicht mehr verstehen, wovon ihr redet. Ihr seid dann irgendwie Nerds. Und dann braucht ihr Leute, die euch verstehen oder auch die Sorgen. Dann kommt ihr einfach zu mir. Ja? Kein Problem. Wir erstellen einen Programmtext. Das war das, was du gesagt hast. Dann kommt das Kompilieren, erkläre ich gerade. Und dann führen wir das Programm aus. Ich habe das ganz schnell vorhin gemacht. Ich habe das nicht so groß an die Glocke gehangen. Und jetzt gucken wir mal, wie das passiert. Wir schreiben in der Regel Text. Programmiersprachen gibt es auch grafische. Es gibt Programmiersprachen, wo man Dinge zusammenrückt und dann tut ein Programm etwas.
In der Übung 0 könnt ihr auch ein bisschen grafisch programmieren. Das werdet ihr sehen, zeige ich euch. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch ein bisschen grafisch was machen. Aber wir werden im Laufe des Semesters textuell programmieren. Wir schreiben Text. Das hat einen bestimmten Vorteil, weil Text gut speicherbar ist. Man kann es gut miteinander teilen. Man braucht weniger Werkzeuge. Im Grunde braucht man nur einen Texteditor. Man hat sich darauf eingeschossen, dass es Text ist. Ob es in 50 Jahren noch Text ist, weiß ich nicht, aber heute ist es so. Dann haben wir einen Compiler, der übersetzt euren Text. Und das ist normalerweise, in der natürlichen Sprache kommt das häufig nicht so vor. Also wenn ihr eine Klassenarbeit geschrieben habt und das eure Lehrerin gegeben habt oder eurem Lehrer, hat sie oder er das gelesen und hat dann gesagt, Rechtschreibfehler. Aber sie hat jetzt nicht groß was übersetzt. Sie muss das nicht in eine andere Sprache übersetzen. Bei der Programmierung ist es anders. Wir haben diese Sprache, die wir formulieren als Menschen, und die wird dann kompiliert. Ist nur ein besseres Wort für übersetzt in eine andere Sprache. Und diese Sprache ist die Sprache, die die Maschine spricht. Die Maschine kann nämlich nicht Text verarbeiten in der Regel. Die hat nur, wie ihr wisst, Nullen und Einsen und so weiter und so fort. Und das wird übersetzt. Das müsst ihr nicht tun. Aber das macht es auf Knopfdruck. Bei dieser Übersetzung passieren regelmäßig Fehler. Wenn ihr ist mit SZ schreibt, geht es noch durch weitestgehend. Aber wenn ihr in der Programmierung ein einziges Zeichen falsch habt, baut es nicht. Das ist der Frust, den ihr erleben werdet im Laufe des Semesters. Und da kommt ihr dann irgendwie so ein, ich kann das nicht. Ich werde das nie können. Ich werde das nie lernen. Das stimmt nicht. Das ist so diese Anpassungsphase, ne? Diese Lernkurve. Sorgt dafür, dass ihr euch in die Kurve lehnt. Wer nicht versteht, was ich meine, ist, ihr müsst diese Lernkurve nehmen. Ihr könnt sie nicht überspringen. Wie gesagt, es gibt keinen USB-Stick, den ich euch ins Ohr rammen kann und dann könnt ihr das alles. Ihr müsst in diese Kurve rein. Genauso, wenn ihr Sport macht. Wenn es weh tut, hört man ja erstmal nicht auf. Damit meine ich nicht Schmerz, der von einer Verletzung kommt, sondern Muskelschmerz. Wenn der Muskel sagt, bitte nicht mehr, nicht noch ein Liegestütz, ein Burpee, was auch immer, dann macht ihr noch welche. Weil das dafür sorgt, dass ihr quasi eure Schwelle weiter nach vorne schiebt. Und genauso ist es in der Programmierung. Gebt dem Ganzen Zeit, es wird Fehler geben, aber verschiebt eure Toleranzgrenze Stück für Stück. Ich behaupte ja immer, Informatiker bauen so viel Toleranz auf, dass sie eigentlich es auch hilft, im Alltag toleranter zu sein. Weil das macht das Gehirn sozusagen, man ist nicht gleich mit jedem Scheiß überfordert. Auch nicht im Alltag. Abwaschen wird leichter, wenn ihr programmieren könnt. Wirklich. Weil das ist viel einfacher als Programmieren. Das kriegt dann so eine Priorität. Ihr werdet lieber abwaschen, als an der Übungsaufgabe zu arbeiten, verspreche ich euch. So, und dann führt der Rechner das Ganze auch noch aus. Und so sieht das aus. Ihr seid Entwickler, ab heute seid ihr Entwickler und ihr schreibt ein Programm, das ist das, was wir gerade gesehen haben. Dann lasst ihr dieses Programm übersetzen. Da wird dann irgendwas generiert, was der Computer versteht. Bei Java gibt es noch eine Spezialität, nicht nur bei Java, aber auch bei Java. Und zwar gibt es hier dazwischen noch einen Kasten hier. Das ist die sogenannte virtuelle Maschine. Was die tut, ist Folgendes. Die kann auf verschiedenen Betriebssystemen laufen. Normalerweise ist es so, dass dieser Code, der übersetzt wird, also euer Text wird übersetzt in maschinenlesbaren Code, Nullen und Einsen, und der ist meistens für ein ganz bestimmtes Betriebssystem, für eine ganz bestimmte Architektur, Intel-CPU, AMD-CPU, ganz bestimmte Hardware-Voraussetzungen hat eure Software. Aus der Hardware, in der ihr die Software kompiliert, läuft sie auch. Das ist in der Regel. Aber das ist ein bisschen gaga. Das macht man auch in der Komponentenentwicklung, wo man so ganz hardware-nah entwickelt, Mars Rover, lalala, wo das alles zueinander passt, muss man auch nicht nur ein Programm schreiben, was überall läuft. Aber wenn ihr ein Programm schreibt, würdet ihr euch vermutlich mal freuen, dass, wenn ihr das auf eurem Windows-Rechner schreibt und das dann auf einem Linux ausführt oder auf einem Mac, dass es zumindest auch dort ausführbar ist. Wie das dann aussieht, wie die Fenster, wenn ihr eine grafische Oberfläche habt und so, das ist eine ganz andere Komplexität. Aber dass grundsätzlich euer Problem, die Fläche eines Kreises zu berechnen, einmal geschrieben werden muss und auf verschiedenen Betriebssystemen läuft. Ihr habt jetzt riesen Fragezeichen und dachtet, das ist doch klar, ist doch einfach. Nee, es ist gar nicht klar. Ihr könnt ja mal in den App Store gehen und gucken, wie viele Apps es auf dem Android, Google Play Store gibt, den es im iOS nicht gibt und andersrum. Da gibt es genug. Manche Sachen gibt es halt nur für iOS. Die portiert keiner.
auf Android. So, jetzt ist aber die Frage, wie die Profis das tun. Ne? Also ich habe jetzt gesagt, Text könnte man auch in einem, da könnte man Word öffnen oder einen Texteditor öffnen und loslegen. Kann man tun, aber die Profis, und ihr werdet bald Profis, also Übung 3 oder 4, die verwenden Werkzeuge dafür. Und das war das, was einige der Kollegen letztes Mal so reingeworfen hatten, so im Thema Bullshit-Bingo. Ne? Machen wir IntelliJ, Visual Studio Code, Eclipse oder irgendwas. Das sind alles Namen von Werkzeugen, genauso wie es nicht einen Hammer gibt bei Obi, sondern 10, hat jeder seine Präferenz. Ich möchte den Hammer für den Job und ich möchte den Hammer für den Job. Und es gibt Werkzeuge, die euch dabei helfen, diesen Text einfacher zu schreiben. Das sind auch Programme. Da sitzen wieder irgendwo Programmierer. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie wahnsinnig das ist. Da sitzen irgendwo Programmierer in einer Firma, die schreiben eine Software. Üblicherweise schreiben sie die Software mit der Software, die sie selber schreiben. Also irgendwann haben sie ja die erste Version gemacht von der Software, quasi aus nichts. Und ab dem Zeitpunkt verwenden sie ihre eigene Software, weil es ist ja eine Software, um Software zu schreiben, um die Software zu schreiben. Und diese Software, die sie schreiben, nennen sie dann Entwicklungsumgebung, die ihr dann verwendet, um Software zu schreiben. Das heißt, deren Miete zahlen sie damit, dass sie Software schreiben, um ein Programm zu schreiben, was ihr verwendet, um Software zu schreiben. Ihr verdient Geld mit eurer Firma und bezahlt dann ihnen monatlich oder so oder auch nicht Geld, damit sie wiederum ihre Miete zahlen können. Das heißt, man kann auch Software schreiben für Entwickler. Das ist ein ganz großer Markt mittlerweile, nennt sich Developer to Developer. Ihr kennt ja irgendwie, wer kennt so den Begriff B2B, Business to Business oder B2C, Business to Customer. Ne? Also wenn ich den Endkunden erreichen will, bin ich B2C. Also ich habe einen Webshop, wo ich Zahnpasta verkaufe. B2B ist, ich habe einen Shop, wo ich gigantische Mengen Zahnpasta an Firmen verkaufe, die das wiederum an Endkunden verkaufen. Also ich bin sozusagen Zwischenhändler. Und D2D heißt Developer to Developer. Es gibt Leute, die machen nichts anderes als Werkzeuge schreiben für andere Entwickler. Und es gibt so viele Entwickler, dass man damit sehr viel Geld verdienen kann. Gibt es auch. In diesem Programm wird ganz viel automatisiert. Und da gibt es so verrücktes Zeug wie ein Debugger. Kommen wir noch dazu. Ein Debugger macht Folgendes. Mehr müsst ihr erstmal über den Debugger nicht wissen. Ihr habt ja gesehen, wie das Programm rechnet. Ne? Pi mal R mal R. Ihr werdet gleich sehen, auch wie. Aber das kann man Stück für Stück machen, Schritt für Schritt. Man kann das Programm anhalten während der Ausführung, um es zu beobachten. Ja, was ist denn jetzt diese Zwischenrechnung? Was kommt denn da raus? Wieso ist das? Das braucht man häufig, wenn man Fehler macht. Wenn das Programm nicht die Logik hat, die man erwartet hat. Man wollte die Fläche von Pi berechnen, aber ständig ist die Antwort 42. Und die ist falsch. Also die ist eigentlich richtig, wer den Film kennt. Ja. Ihr braucht so ein bisschen Nerdkultur. Ich merke schon, ich muss mal so einen Foliensatz machen, Nerdkultur. Nicht, dass man euch erkennt. Okay, wir machen mal so eine Nerdkultur. Okay, und im Debugger kann man schrittweise durchgehen. Ich behaupte mal, ihr wollt jetzt so eine sehen. Ich zeige euch eine, habe ich letztes Mal schon. Das ist eine, weil die Definition von Werkzeug ist erstmal unklar. Man könnte ein Ding auch Hammer nennen, was wie ein Kugelschreiber aussieht. Man hängt es in die Abteilung für Hammer, da schreibt auch Hammer drauf, sieht aus wie ein Kugelschreiber, Kunde kauft es, geht und benutzt es als Hammer. Nichts dagegen, Kunde wird nur unzufrieden sein. Auch das ist ein Werkzeug. Damit kann man auch programmieren. Und wenn ich hier navigiere, und dann kriege ich hier auch Vorschläge. Also ich kann mir hier bestimmte Dinge, wenn ich gerade so tippe, sagt es, hey, möchtest du nicht dies, möchtest du nicht das und so. Also ein bisschen wird mir geholfen. Das ist so diese Automatisierungsgeschichte. Ne? Aber das Ding hat seine Grenze. Das ist so ein Hammer für Einsteiger. Und dann gibt es Werkzeuge, wie das, was ich das letzte Mal gezeigt habe. Das ist eins. Es gibt sicherlich auch eine super Übersicht. Da komme ich jetzt wahrscheinlich. Integrated Development
Environment. So, und da wird es dann eine Liste geben. Ich will euch nur zeigen, es ist jetzt nichts, was ihr nicht selber erarbeiten könnt. Und ja, das geht endlos, ne? Also es gibt mehr Werkzeuge als Programmiersprachen. Für jede Programmiersprache gibt es irgendein Werkzeug. Und wenn wir zu Java gehen, dann seht ihr, die Auswahl ist nicht gering an Werkzeugen. Und wir werden uns irgendwo entscheiden müssen. Ein Kollege hatte gemeint, um Gottes Willen kein BlueJay. Der nächste wird sagen, um Gottes Willen kein IntelliJ. Der nächste wird sagen, um Gottes Willen kein Eclipse. Das ist so Flame War, ne? Also so auf keinen Fall. Man ist doch heute bei Instagram. Wer macht denn noch Facebook und so? Also das ist so ein natürliches Verhalten von Menschen, sich zu bestimmten Gruppen zu sortieren. Es gibt gute Gründe gegen BlueJay, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich voll dabei. Und dann gibt es so Affinitäten. Ich mag mehr das als das, ich mag mehr das als das. Wir werden uns irgendwie entscheiden, wir werden im Laufe des Semesters einfach hier reingehen bei IntelliJ. Das ist aber auch nur random, weil ich es gerne habe. Kann sein, dass ihr beim nächsten Dozenten Eclipse nehmt. Bitte macht mich dafür nicht fertig, lernt es und das nächste Mal macht ihr halt was anderes, was ihr lieber mögt. Und IntelliJ selbst sieht erstmal auch aus wie ein Texteditor. Aber ihr merkt schon, es braucht ein bisschen länger zum Starten, hat es auch das letzte Mal, weil es einfach viel mehr tut. IntelliJ geht so weit, dass es mir Tipps gibt, wie ich mein Programm umstellen kann, wenn meine Logik nicht ganz logisch ist oder vereinfacht werden kann, hilft es mir. Es macht auch diese Sachen, die ich erwähnt habe mit der Autovervollständigung, dass es mir Tipps gibt, wie ich glaube, ihr könnt nicht viel sehen, ne? Das ist nicht cool. Aber jetzt könnt ihr vielleicht mehr sehen, ne? Ja, so. Also es hat dieselben Funktionalitäten in der Automatisierung. Das ist jetzt wirklich langsam, weil ich die Aufnahme auf dem Gerät mache. Es zeigt mir sogar noch Dokumentation an. Also es hilft mir, nicht raus zu müssen aus diesem Tool, so ein bisschen Dokumentation lesen. Es hat aber auch, wie gesagt, die Fähigkeit, wenn ich Fehler mache, wenn ich hier irgendwas vergesse, dass es mir das hier ankreidet. Dokumentation bedeutet, wenn ich als Entwickler Programme schreibe, kann ich diese Programme noch dokumentieren. Ich kann dazu noch was schreiben, da kommen wir dazu. Das ist für Menschen gedacht. Das ist nicht für Maschinen, die lesen das nicht, sondern das ist für denjenigen, der mein Programm eventuell benutzen will. Und dieses Programm hier, also diesen Teil ist, hier benutze ich etwas von einem anderen Entwickler. Das ist das, was er da gesagt hat. Und das sozusagen hat jemand geschrieben und der erklärt mir, was das tut und der erklärt mir sozusagen, wie ich das benutzen soll. Ja, das ist für mich als Mensch gedacht. Das ist so eine eingebettete Dokumentation. So, wir werden im Laufe der Zeit feststellen, was so eine Entwicklungsumgebung für Vorteile hat. So. Wir hätten jetzt noch eine halbe Stunde, 11:30 Uhr. Ihr habt jetzt die ganze Zeit gesessen. Ich musste die ganze Zeit arbeiten, der eine oder andere hat Sachen beantwortet. Ich habe den Vorschlag, dass ihr ein bisschen macht, was auch immer ihr wollt, für 5 Minuten. Ich stelle den Timer. Dann komme ich ein bisschen runter und ihr könnt eure Handys checken, ihr könnt die Folien aufrufen, was auch immer ihr tun müsst, auf die Toilette gehen und dann sehen wir uns hier in 4 Minuten 52 Sekunden wieder. Also, ihr könnt auch sitzen bleiben. I don't care. Ich habe das. 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 Ich habe das
Alles gut? Ja. Was meinst du? Bei mir? Ja. Okay. Ja. Also, genau, also Copilot kannst du den Account erstellen. Ich zeige heute noch gleich diese Cinematic an dieser Namen. Und danach sind die Links zu den jeweiligen Codewords. Und dann sind die Übungen auch im Bild. Die werden gleich freigeschaltet. Die ersten Übungen sind schon. Und dann kommen sie da wieder in den Codewort. Also, erstmal die Freigeschaltung sind, glaube ich, das ist los. Das wird ja gleich freigeschaltet. Ja, es wird auch um 11:30 Uhr. Gut! So, Frage. Frage. Das nächste Mal machen wir eine Pause. Ja, nein. Oder braucht ihr das nicht? Ich weiß nur die Idee von mir. Aber jetzt gebe ich Gas. Bisher habe ich nur gelabert. Ja, okay. Wir machen, also sagt mir Bescheid, wenn das irgendwie zu gewollt und zu. Ich will auch nicht euch länger halten als nötig, aber ich denke so ein bisschen. Gut, dann legen wir los. Lassen wir die Handbremse los. Kommen wir zu den Basics von Java. Programme haben Syntax und Semantik. Syntax, auch in der Sprache, in Deutsch, sind die Buchstaben, die wir verwenden, die Satzzeichen, die wir verwenden, also Punkt, Komma, A, B, C, D, Z, Groß- und Kleinschreibung, Komma und so weiter. Dann gibt es Semantik. Was bedeutet dieser Text? Was tut der eigentlich genau? Grammatik gehört auch dazu, zu der Syntax. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die im Vergleich zu den natürlichen Sprachen Computer viel strenger sind. Das heißt, da gibt es kaum Spielraum. Und bei Java ist die Syntax der Text, den ihr schreibt, ne, das haben wir gerade gesehen, den Java-Code, und die Semantik, die seht ihr nicht. Das ist eigentlich das, was es bedeutet, das, was es lösen soll. Genauso wie bei natürlichen Sprachen es Sätze gibt, gibt es in der Programmiersprache Java auch so etwas wie Sätze. Man nennt sie Anweisungen
und sie enden mit einem Semikolon. In der deutschen Sprache endet das mit einem Punkt. Ich glaube, viele Sprachen beenden ihre Sätze mit einem Punkt. Hier ist es ein Semikolon. Oder Semikolon. Ich weiß nicht, Semikolon. Andere Sprachen, wie Python, glaube ich, brauchen kein Semikolon. JavaScript braucht kein Semikolon. Da endet das einfach, wenn es endet, beim Zeilenumbruch oder sonst was. In Java ist das so. Und da gibt es auch kein, wieso ist das so, sondern irgendeiner hat in seiner göttlichen Verfügung entschieden, dass es mit einem Semikolon endet. Dann gibt es, wie bereits erwähnt, bestimmte Schlüsselwörter, wie in der deutschen Sprache Wörter wie ist nicht anders geschrieben werden, als sie geschrieben werden, gibt es hier auch welche. Hier sind jetzt ein paar genannt, es gibt noch viel mehr, wie ihr hier sehen könnt. Das sind alles reservierte Wörter. Wenn ihr also euch überlegt, in eurem Programm irgendetwas zu benennen und ihr benennt es mit Break, dann wird euch der Compiler, das war dieses Stück Programm, was euren Text nimmt und für die Maschine übersetzt, mit euch meckern und sagen, dass ihr dieses Wort nicht verwenden dürft. Ihr müsst kreativer sein, andere Wörter verwenden. Was eine Programmiersprache in der Regel hat, sind auch Variablen. Ihr habt alle noch ein bisschen Mathe im Kopf. Formeln wie x gleich y plus 10 sagen euch etwas. Und ihr wisst, dass x und y für bestimmte Werte stehen, die aber definiert werden müssen aus einem Wertebereich. Es könnten zum Beispiel natürliche Zahlen sein, es könnten reelle Zahlen sein oder andere Zahlen sein. Das heißt, nur mit dieser Information x gleich y plus 10 könnt ihr nicht viel anfangen. Ihr müsst wissen, was für ein Typ ist x, was für ein Typ ist y. In den Programmiersprachen gibt es ähnliche Sachen. In der Regel klar formuliert und nicht so kompliziert wie in der Mathematik, meiner Meinung nach, weil man dort viel auch neu schaffen kann. In den Programmiersprachen gibt es eine übersichtliche Menge an Datentypen. Dann könnt ihr Variablen benennen. Also was hier x heißt, wisst ihr, wenn ihr in Mathe auch eine Formel aufschreibt, hättet ihr auch schreiben können, a gleich c plus 10. Damit wäre die Formel genauso richtig gewesen. Es sagt dasselbe aus. Ihr könnt Dinge benennen, wie ihr wollt. Es muss nicht x sein, es muss nicht y sein. Es kann auch sein, weiß ich nicht, es kann auch sein Hase gleich Igel plus 10. Das hat immer noch keine Bedeutung, nur weil ihr Hase hingeschrieben habt. Es ist kein Hase, es ist nur H-A-S-E. Ne? Ihr könnt Variablen benennen, es muss auch nicht nur ein Buchstabe sein. Es gibt aber ein paar Regeln. Groß- und Kleinschreibung zählt, das heißt, Hase mit einem großen H und Hase mit einem kleinen H ist was anderes, ja, in der Programmiersprache. Das wird unterschieden. Groß- und Kleinschreibung ist nicht dasselbe. Es könnte sein, dass es das Gleiche ist. Ja, im Deutschen ist Hase und Hase, ob ich es groß und klein schreibe, das Gleiche. Für die Programmiersprache ist es nicht dasselbe. Und man muss mit einem Buchstaben in der Regel anfangen und dann darf man weitere Zahlen und also die Variablen können komplex sein in ihrem Aufbau, aber es darf nicht mit einer Zahl an. Java unterstützt auch Unicode, das bedeutet auch, man kann auch in chinesischen Schriftzeichen, in japanischen Schriftzeichen, in arabischen Schriftzeichen programmieren. In der Regel hat sich die Industrie darauf geeinigt, wie ihr vielleicht wisst, dass Englisch verwendet wird. Variablen Namen und sonstige Namen, ihr seht einfach viel Englisch. Das heißt nicht, dass ihr unbedingt Englisch können müsst. Ihr habt dann irgendwann in eurer Karriere 1000 Wörter oder so, 1500, die ihr können müsst und die wiederholen sich dann irgendwann. Irgendwann sind es dieselben Wörter, die wiederkommen. Und jetzt aber auch, wenn man sagt, einen Compiler und ich schreibe das mit C und nicht mit K, da seid ihr bitte gnädig mit mir, dass ich nicht die deutsche Variante, es wird halt immer mit C geschrieben, es ist halt englische Computer, schreibt man zum Glück mit C, aber Compiler könnte man mit K schreiben. Ich verwende die englischen Begriffe und die deutschen irgendwie wild durcheinander. Aber wenn ihr schreibt, schreibt ihr in der Regel in Englisch. Ja? Also statt Hase, Kommentare, die du erwähnt hast, die gibt es auch, die muss man auch dem Programm beibringen. Also das Programm würde, wenn du dem Programm nicht beibringst, dass das ein Kommentar ist, versuchen, das auch auszuführen. Ja? Das ist aber nicht für den Compiler gedacht, sondern für den Menschen. Und hier haben wir ein Beispiel, das kennt ihr schon. Ihr seht hier einen Kommentar
Das beginnt mit zwei Schrägstrichen und in der Regel wird es auch anders formatiert durch eure IDE. Ich fange jetzt an, diese Begriffe zu verwenden. Ne? IDE waren die Werkzeuge, die euch beim Programmieren helfen. Integrated Development Environment. IDE. Also eure IDE, euer Werkzeug, formatiert in der Regel Kommentare auch in anderen Farbe, damit ihr wisst, okay, das ist jetzt was anderes. Das guckt sich das Programm in der Regel auch einfach nicht an. Ihr könnt hier Fließtext schreiben, ihr könnt ist mit SZ schreiben hier. Das interessiert keinen, weil das Programm schmeißt alle eure Kommentare weg beim Kompilieren. Interessiert das Programm nicht. Gibt Ausnahmen, aber jetzt im Programmieren 1 gibt es keine Ausnahmen. Dann habt ihr hier Variablen, Namen hier, PI, das ist nicht. Das Programm weiß nicht, was Pi ist. Es weiß auch nicht, dass P und I Pi sind. Es weiß nur, dass es eine Variable gibt, die ein P hat und ein I hat. Und ihr gebt dem Ganzen eine Bedeutung. Radius, Fläche und so weiter. Das sind die Variablennamen. Ja? Und dann habt ihr hier Schlüsselwörter. Die sind hier so verteilt. Eure IDE wird hoffentlich die Schlüsselwörter in einer anderen Farbe hervorheben. Hier ist das jetzt irgendwie so ein lila, weiß ich nicht. Und das sind halt alles geschützte Wörter. Wenn ich jetzt also die Variable Pi nicht Pi nennen würde, sondern Class oder Public. Also ich schreibe hier, statt Pi möchte ich meine Variable Class nennen. Das ist nicht möglich. Das Ganze, ich erkläre noch die Bestandteile, nennt man Programm. Das hier ist eine Anweisung, die endet mit einem Semikolon. Eine Anweisung kann über mehrere Zeilen gehen. Also ihr könnt das formatieren. Es endet aber mit einem Semikolon. Also ich könnte das hier auch in die nächste Zeile schreiben und dann das Semikolon machen. Ist dem Compiler egal. Hast du einen Fehler gefunden? Nee. Die erste ist das schon die Variablenbenennung und was du das Double und warum. Achso, ja, also das hier ist noch, hat noch das ist einfach nur ich als Mensch. Schreibe dort die Formel hin, die ich in einem Buch gefunden habe. Hier könnte auch Fließtext stehen, die Fläche eines Kreises berechnet sich aus Pi und dem Radius. Also das wird durch das Programm gar nicht interpretiert. Das hat, und zu Double und Int kommen wir sofort. Das ist die nächste Folie. Also was das alles bedeutet. Wir haben reservierte Schlüsselwörter, wir haben Variablennamen, wir haben Kommentare. Die Folien stehen euch zur Verfügung, die Videoaufzeichnung auch. Also, ihr müsst nicht mitschreiben. Und wie du schon festgestellt hast, meine Folien sind zu langsam, haben wir noch andere Bestandteile, die ich noch nicht erklärt habe. Ein String, ein Double und ein Int. Also das heißt, String heißt in der Regel Zeichenkette, erkläre ich heute, glaube ich, nicht so viel. Double und Int, das sind diese von mir genannten Wertebereiche, die es auch in der Mathematik gibt. Ne? Ihr wisst ja alles, natürliche Zahlen mit 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natürliche Zahlen, die auch ins Negative, reelle Zahlen und so weiter. Okay, nächster Schritt. Achso, hier gibt es noch eine Sache, dieses Gleichzeiten habe ich auch noch nicht erklärt, was das eigentlich bedeutet. Was bedeutet das Double, Float und so weiter? Im Computerprogramm, ja. Ja, vielen Dank. Ja, richtig, richtig. Das ist Struktur des Programms. Okay. Du hast vollkommen recht, danke für den Hinweis. Das hier ist keine Anweisung, da tut das Programm nichts, sondern da erkläre ich dem Programm, dass mein Programm Main heißt. Das kann ich auch anders, werden wir gleich sehen. Ich hätte das auch nennen können mein Programm. Das ist sozusagen wie so eine Art Briefumschlag für den Compiler, dass mein Programm einen Namen hat, dann hat mein Programm hier einen bestimmten Teil, den erkläre ich auch nochmal. Das ist alles sozusagen Geplänkel, würde man im Deutschen sagen. Einleitung, Intro. Ja? Und dann kommt euer eigentliches Programm. Eure Programme werden irgendwann sehr groß. Ja? In der Firma, wo ich gearbeitet habe, haben wir 2,7 Millionen Zeilen Code gehabt. Das geht einfach. Das plant man auch nicht. Das passiert einfach. Man schreibt und schreibt und schreibt. Irgendwann lässt man eine Statistik drüber laufen und sagt, oh, wir haben 2,7 Millionen Zeilen Code. Versteht ihr überhaupt noch einer? Nein, also die sind ja auch nicht untereinander geschrieben. Wir werden im Laufe des Semesters feststellen, dass wir nicht einfach hier runterschreiben,
bis wir in Australien ankommen, sondern wir fangen an, unsere Programme zu strukturieren. So wie ihr euren Tag strukturiert, so wie ihr Blöcke habt in eurem Stundenplan, gibt es hier auch Blöcke, so wie in dem Block eine bestimmte Vorlesung stattfindet, das heißt, der Block tut was ganz Spezielles, lassen sich Programme auch strukturieren, sodass Menschen das verstehen. Der Compiler braucht das in der Regel nicht. Für den wäre es okay, wenn ihr alles untereinander schreibt. Aber das ist halt unsere Unzulänglichkeit als Menschen. Mach mal kurz dein Dings, dann kann ich dich. Ja. Also die Software wurde 2011, ich war 2016 bei der Firma, da bin ich dazugekommen. Seit 2011 schreiben Programmierer da dran. Wir sind mittlerweile, also ich kam 2016 dazu, jetzt ist es 2022, das sind 11 Jahre. Und ich würde behaupten, mittlerweile haben ungefähr 80 bis 90 verschiedene Programmierer insgesamt in diesem gesamten Source Code gearbeitet. Das sind Generationen gewesen. Die Firma hatte eine Niederlassung in Polen. Wir hatten polnische Kollegen, die Niederlassung wurde geschlossen, dieser Code wurde von dem Berliner Team übernommen. Das heißt, das ist sozusagen ein Mischmasch. Ne? Also Source Code, also Programme, die ihr schreibt, sind teilweise für sehr lange, also die leben länger, als man annimmt. Ne? Es gibt immer wieder diesen berühmten Satz, ist doch nur ein kleiner Prototyp, das bedeutet, ist doch nur so ein kleiner Test, den ich mache. Das wird schon nicht zu einem richtigen Programm. Ich will hier nur mal was experimentieren. Aber aus so einem kleinen Experiment werden manchmal richtige Programme. Die leben länger, als man denkt, ja, solche Programme. Die helfen vielleicht, lösen ein Problem. Also, wenn ihr einen Vokabeltrainer macht, dann könnte der erfolgreich werden. Also, tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen out of context ist, oder wenn ich mir schon mal so erzählt habe, dass wir bei dieser Firma gearbeitet haben, dass wir gearbeitet haben. Und dann hast du auch gesagt, dass die Software, die du sagen würdest, dass den größten Markt gibt, oder wo die Software. Ja. Also die Software mit dem größten Markt. Also die Frage ist unheimlich schwer zu beantworten. Die Frage war, welche Software oder in welchem Umfeld ist der größte Markt? Es gibt einen Satz, den habe ich mir nicht ausgedacht. Der ist so. Und der stimmt auch. Every company has to become a software company. Jede Firma muss eine Softwarefirma werden. Wieso? Egal, ob wir eine Firma haben, wo wir Bananen züchten, also Bananenplantagen haben und dann die Bananen verschiffen. Oder ob wir Laptops entwickeln. Oder ob wir so ein Beamer-Stick. Oder ob wir ein Fahrrad konzipieren. Oder ob wir in der Filmbranche sind. Überall ist Software. Und Firmen setzen immer mehr Software ein. Das heißt, deine Frage, wenn ich sie jetzt beantworte, ist im nächsten Moment wieder passé, weil jede Industrie hochgradig in Richtung Automatisierung geht und Software, 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 Software. Das heißt, die Märkte entstehen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Im Moment sind einer der größten Märkte sind natürlich die App Stores, aber da ist eine Sättigung drin. Ja? Eine App zu entwickeln, mit der man erfolgreich wird, ist schwer. Ihr habt jetzt vielleicht, spielt einer von euch Wordle? Ja, einer. Ja, ja, also das ist so irgendwie auch wieder ein Hype vor 3 Monaten. Irgendwie jeden Tag kommt ein Wort, was man erraten muss. Man kriegt wie so Mastermind, wenn das jemand kennt, wo man Buchstaben erraten kann und dann kann man das Wort erraten. Man darf aber keinen Fehler machen, sonst kann man das Spiel nie wieder spielen. So. Und solche Trends gibt es immer wieder. Aber wenn du nachhaltig meinst, die Automobilbranche ersetzt immer mehr Software ein. Fahrräder haben jetzt Software. Ich lege mich da auf keinen Fall fest. Also welche Branche da die größten Chancen hat. Keine Ahnung. Okay, ich meine jetzt vielleicht mehr so empfehlenswert zum Beispiel, sich einen Job zu suchen. Für die Software selbst. Es kommt ja drauf an. Ich würde immer davon ausgehen, wenn ihr anfangt, Probleme zu lösen. Also wenn ihr da sitzt und sagt, ich habe eigentlich Freizeit und es wäre doch cool, was zu schreiben, was andere auch benutzen können, dann geht von euren eigenen Interessen aus. Macht ihr Musik, macht etwas mit Musik. Fahrt ihr gerne Fahrrad, versucht etwas da zu machen. Seid ihr an Pokémons interessiert, schreibt den 1001. Pokédex online. Macht einfach, was ihr wollt. Aber Hauptsache, ihr verknüpft das mit einem Interesse, weil
es ist anstrengend, Programme zu schreiben und man muss ja irgendwie ein Ziel verfolgen. Lass mich da mal Gas geben. Wir haben das Programm muss auf irgendeinem Rechner laufen, auf meinem Laptop oder auf eurem Handy. Und dort gibt es auch Ressourcenbeschränkungen. Ja? Also ihr habt 12 GB, 32 GB RAM auf eurem Handy. Ich habe 16 GB auf meinem MacBook. Das ist Speicher, den man verwenden kann für die Programme, damit sie dort etwas ablegen. Variablen und lalala. Und damit man nicht ständig alles sozusagen sagt, ja, ich weiß nicht, wie mein Datentyp sein wird, ich brauche allen Platz auf deinem Rechner, ja, dann würde sich das niemand installieren. Ja, genauso wie sich keiner Apps installiert, die den Batterieverbrauch sozusagen. Ich bin von zu Hause hergefahren mit einer App, die ich heute ausprobiert habe, mit 98% begonnen, mit 2% kam ich hier mit der Fahrradnavigation an. Das wird deinstalliert. Ja. Genauso, euer Programm muss sparsam sein. Und ihr müsst halt den richtigen Typen verwenden für das richtige Problem. Es gibt zum Beispiel den Typ Byte, der erlaubt euch nur Zahlen zwischen minus 128 und 127 abzubilden. Das sind also 8 Bit, was auch immer das ist, müsst ihr heute nicht wissen. Aber es hat einen bestimmten Wertebereich. Wieso sagt ihr, solltet ihr den nehmen und nicht den größeren? Naja, weil ihr vielleicht nicht so viel braucht. Ich würde jetzt die Anzahl meiner Kunden, also ihr schreibt eine Software und sagt, ich nehme für meine Kundennummer ein Byte. Naja, also wenn eure Kunden, alleine schon wenn eure Kunden die Staaten sind, die es gibt, Deutschland, Amerika und so, dann reichen die noch nicht mal, aber ihr solltet vielleicht für eure Kundennummer eine größere Nummer geben. Aber ihr braucht auch nicht massiv viel Speicherplatz verschwenden für so eine Kundennummer eventuell, ne? Weil es einfach, das ist einfach wahrscheinlich mehr Atome, als wir auf der Erde haben, keine Ahnung. Insofern gibt es für jeden Job den richtigen Datentypen. Wir unterscheiden auch über Ganzzahlen und Dezimalzahlen. Dezimalzahlen wisst ihr, wenn ihr einen Bruch nehmt und das ist nicht gerade 2 durch 1, ja, sondern 1 durch, weiß ich nicht, 1024, dann ergibt sich daraus eine Dezimalzahl. Und Dezimalzahlen abzulegen in einem Programm, dafür gibt es ganz spezielle Datentypen. Und das ist jetzt auch die Erklärung, wieso ich für den Double für Pi zum Beispiel ein Double genommen habe. Ich hätte jetzt auch ein Float nehmen können. Ja, das hat genug Speicherplatz für 3,14. Und das Ergebnis dieser Berechnung ist auch eine Dezimalzahl. Die Fläche ist in seltensten Fällen eine Ganzzahl. In der Regel, wenn man Pi mal einem Radius nimmt, kommt eine Dezimalzahl daraus. Im Moment hab ich mich selbst eingeschränkt. Wenn ich den Radius auch als Dezimalzahl pflegen will, dann würde mich das Programm das nicht lassen. Ich kann nicht da schreiben 2.7. Dann würde es nicht kompilieren. Ich würde es ändern müssen, indem ich hier zum Beispiel auch Double eintrage. Das ist genau das. Das Programm sagt, nee, du machst was falsch. Da passt keine 2.7 rein. Korrekt. Übrigens Punkt und nicht Komma. Das kommt aus dem Amerikanischen. Ja, also wo ihr ein Komma macht, im Deutschen müsst ihr in der Programmierung einen Punkt machen. Ja. In Amerika, in England, wird bei der Tausender-Trenner ist ein Komma und das Komma ist ein Punkt. Und es wird in Meilen und Knoten und was auch immer. So, grundlegende Begriffe. Wir haben Zuweisungen, die habt ihr jetzt schon gesehen in dem Programm. Man kann diese Variablen Werte geben. Das ist in der Mathematik ja auch so. Gegeben x gleich y plus 10 für welche Werte x, okay, aber wenn x 5 ist, was kann dann y sein? Also da belegt man eine Variable mit einem Wert. Das kann man hier auch. Ja? Und da gibt es bestimmte Regeln, wie bestimmte Datentypen initialisiert werden. Können wir im Detail in der Übung auch durchgehen. Es gibt einen kleinen Hinweis hier, das hatten wir auch bei dem Radius gerade. Hier. Da wurde eine Berechnung gemacht, hier auf der rechten Seite von dem Gleichzeichen. Nein, eine Declaration, eine Deklaration kann man auch sagen, hilft auch nicht, wenn ich sage, eine Declaration ist eine Deklaration. Eine Declaration ist, wo du dem Programm bekannt machst, dass es diese Variable gibt. Das ist dieser Anfangsteil. Ich habe einen Behälter, den nenne ich Pi, und da passen solche Zahlen rein. Das ist diese Deklaration. Und die Zuweisung ist, ich tue in diesem Behälter diese Zahl rein. Ja?
Das ist der Unterschied. Das Gesamte ist eine Anweisung, wenn das Semikolon sozusagen kommt, dann ist das Ganze sozusagen ein Statement, ein Assignment. Berechnungen werden vom Compiler interessant durchgeführt, also hier auch im Radius. Tatsächlich, bevor diese Variable ihren Wert kriegt, wird die rechte Seite ausgewertet. Also der Computer guckt sich das an und sagt, ach so, du willst Pi mal Radius, es berechnet, es guckt sich Pi an, 3,14 mal Radius, das Ergebnis schreibt es dann in die Variable, also es wird so ausgewertet. Da steht jetzt in dieser Fläche steht nicht Pi mal Radius, sondern da steht das Ergebnis. Das wird einfach gemacht in dem Moment. Das heißt, dieses Malzeichen multipliziert, richtig. Und hier das Additionszeichen addiert. 1 plus 2 plus 3 ist gleich i. Das heißt, zuerst wird 1 plus 2 plus 3 gerechnet. I wird gleich 6 gesetzt. Das wäre so, als würdet ihr direkt schreiben, i gleich 6. Wieso das Sinn macht, 1 plus 2 plus 3 zu schreiben, ist, weil man sein Problem ja stückweise auseinander nimmt. Man könnte ja auch einfach die Fläche des Kreises für einen konkreten Fall, Radius 2, einfach hinschreiben. Mein Radius ist 7. Das ist die Antwort meines Programms. Was ist der Nachteil, wenn ich das machen würde? Wer weiß das? Wenn ich einfach sage, jemand hat mir gesagt, er will die Fläche für einen Kreis berechnen. Ich weiß, das ist 7. Ich schreibe ein Programm und da steht int Radius gleich 7. Fertig. Die Variablen können sich nicht verändern. Die Variablen sind gar keine Variablen, weil Variabel bedeutet ja veränderlich. Du hast recht. Das bedeutet, ich kann nur eine Fläche, ich habe nur diese eine Fläche ausgerechnet. Das ist gar kein Programm. Das ist ein Notizzettel. Wenn ich allerdings die Formeln hinschreibe und andere Dinge tue, nicht nur Formeln kann man mit Java machen, dann baue ich ein Programm, was wiederverwendbar ist, was mehr als eine Sache kann. So, hier gibt es ein Problem. Ja, ich habe die Variable a bereits deklariert. Das heißt, ich habe sie dem Programm bekannt gemacht. Und die nächste Zeile, da mache ich das nochmal. Da wird mir der Compiler sagen, a kenne ich schon. Gibt es nur einmal in meinem Universum. Allerdings kann ich natürlich eine Variable deklarieren. Das heißt, ich sage, hallo, es gibt hier ein b und da passen ganze Zahlen rein. Und übrigens 20, ja. Und als nächstes sage ich, oh nee, in B habe ich es mir anders überlegt. Da packe ich eine minus 10 rein, okay? Nee, in B soll eine 30 rein, okay? In B soll eine 0 rein, okay? Das ist okay. Aber ich kann nicht sagen, oh, ich habe übrigens ein anderes B. Das ist nicht erlaubt. Ich darf also Werte hier drin auch ändern. Ist eigentlich ganz toll, weil ihr müsst euch überlegen, vielleicht berechnet ihr etwas und während ihr etwas berechnet, wollt ihr Zwischenrechnungen irgendwo abspeichern. Ne? Und dann ändert sich das. Ne? Und dann wollt ihr diesen Behälter. Stellt euch eine Variable immer als Behälter vor, wo ihr Dinge reintun könnt und sie auch wieder raus und andere Dinge rein. Bitte. Ja, also wenn du das Programm ausführst und dann zum Schluss guckst, was ist B, wäre 0. Wenn du das Programm allerdings hier anhältst, in der Zeile, bevor dieses gleich 30 gemacht wird, dann wäre B noch minus 10. Also das ist so dumm. Programme sind dumm. So, wie wird ein Programm ausgeführt? Da gibt es so eine Leserichtung, zum Glück von oben nach unten, für mich jetzt zumindest, von links nach rechts, ja, finde ich auch ganz angenehm als Deutscher. Und dann gibt es aber so diese Spezialitäten, ne? Ich habe ja erzählt, die rechte Seite wird zuerst ausgewertet, diese Berechnung wird gemacht und dann geht man nach links. Ja? Ein bisschen komisch. Also im Arabischen ist es auch so, ich habe ein bisschen Farsi gelernt, einfach nur weil meine Eltern mich gezwungen haben. Da schreibt man von rechts nach links. Rechts nach links, aber Zahlen werden von links nach rechts geschrieben. Das heißt, die 10 ist eine 1,0, wie ihr sie auch kennt, und man schreibt dann so, macht so Flop und dann Flop. Das ist so, als würde ihr sagen, 18.354. 18.354. Da springt man ja im Deutschen auch kreuz und quer, ne, um diese Zahl zu sagen. Andere haben das nicht. Das heißt, dieses Kreuz- und Querspringen dieser Programmiersprache ist einfach ein. So, ja, was gibt es hier noch zu sagen? Es wird später noch mehr Ausdrücke geben, aber das ist das, was ihr merken sollt. Deine Frage war zu der Struktur. Ein Programm ist immer in einer Hülle drin, die wir Klasse nennen, da kommen wir noch dazu. Und es hat immer eine Methode hier.
eine der Methoden hat eine besondere Bedeutung, das ist die Main-Methode, das ist da, wo unser Programm ins Leben gerufen wird und dann beginnt unser Programm. Und so sieht es in der Regel aus. Wir haben jetzt eine Minute, um eine Gruppenprogrammierung zu machen. Wir machen sie aber. Das wird jetzt gut. Also, wir haben folgende Aufgabe gekriegt. Die Minute gebt ihr mir, oder? Also ihr seid jetzt gnädig, weil ich mich so verquatscht habe hier und da. Richtig? Ja, das ist doch toll. Wir nehmen jetzt unser Codeboard. Ich glaube, ich nehme einfach mal eins hier. Nimm das hier. So. Ich habe, genau. Die Aufgabe ist, das können der eine oder andere gar nicht lesen, berechne die Durchschnittstemperatur der letzten 3 Tage. Also, Mittwoch waren es so viel, Donnerstag war es so viel, Freitag war es so viel. Das nehme ich mir mal mit. Das ist ein guter Kommentar. Ja, das soll das Programm tun. Ich gehe in ein Codeboard rein. Was ich für die Leute mache, die das jetzt nicht in Erinnerung haben, ich zeige euch nochmal, wie das andere Programm aussah. Okay? Damit ihr mir helfen könnt. So. Ich erstelle eine neue Datei. Average. Average. Okay. So. Ich mache jetzt, was ihr sagt. Ihr habt minus eine Minute. Für jeden Tag eine Variable. Okay. Datentyp würde ich jetzt wissen wollen. Double. Wie soll ich die Variable nennen? Achso, es wäre vielleicht gut, wenn ich euch mal hier die als Kommentar, dann wisst ihr, könnt ihr das lesen auf der rechten Seite oder nicht? Bisschen klein, aber ist gut, danke, dass du es sagst. Dann machen wir es so, dann ist links ein bisschen kleiner und hier geben wir ein bisschen mehr rein und noch ein bisschen mehr rein. So, das sollte jetzt passen, ne? Gut, also, wir haben Double Mittwoch und dann? Gleich 15,8. Wer ist mit dem Variablen-Namen einverstanden? Und wer ist nicht einverstanden? Du bist nicht einverstanden, weil? Du könntest das jetzt A, B und C nennen. Ein Vorschlag? Ja, würde ich begrüßen, dass ihr euch nicht auf Deutsch einlasst. Ich würde jetzt hier diese, ich habe ja gesagt, 1500 Wörter müsst ihr im Englischen lernen, Mittwoch könnt ihr noch lernen. Also ich würde hier einen englischen Begriff verwenden, aus dem folgenden Grund. Ihr schreibt das Programm, verlasst die Firma, der nächste kommt. Wer weiß, was der für eine Sprache spricht. Ist bei uns alles passiert. Ja? Wir haben polnischen Code gefunden und so. Wir mussten ihn in Google Translate eingeben. Okay, also wir haben Mittwoch. Darf ich das so fortführen? Ich glaube, ihr meint jetzt, ich soll das jetzt nochmal machen, vermutlich, ja? Okay. Oh nein. Übrigens ganz schlimm, wenn ihr mir zuguckt. Ne? So. Friday. Toller Film. Gucken. Kultur. 2. So, nun? Eine Variable, Datentyp. Wollt ihr alles double machen? Das ist für mich okay. Und wie nennen wir die? Average. Heißt Durchschnitt. Wieder 1499 Wörter. Und zwar, jetzt wird es hart. Jetzt kommt da hinten jemand, du? Wochentage, also ich gebe jetzt was ein? Guck mal, jetzt kann ich meine Autovervollständigung verwenden und muss nicht tippen. Plus. Sophisticated, ja. Okay, führen wir das Programm mal aus. Da will sich jemand melden. Ich führe jetzt das Programm aus. Mal schauen, was es tut. Oh oh. Es sagt, erstmal sagt es, dass ich irgendein Zeichen da oben verwendet habe im Kommentar, was ihm nicht gefällt. Ich drücke jetzt wieder Compile. Jetzt sagt es, dass irgendwas sagt es in Zeile 7, es stimmt irgendwas nicht. Da jetzt einmal. Egal. Da fehlt das Gerüst.
Genau, die Intro. Eine Sache habe ich euch noch nicht gesagt. Die Klasse muss jetzt so heißen wie die Datei. Ja, das. Die Klasse muss so heißen wie die Datei. Ich habe sie average.java genannt. Und ich sage euch auch, die geschweiften Klammern müssen hier hinkommen. Und das müsst ihr nicht, ich schreibe jetzt von links ab, okay? Ihr müsst das nicht alles wissen, weil wir das ja heute auch nicht gemacht haben. Ihr versteht es ja auch noch alles gar nicht. Das muss Main heißen, ja, danke für die Frage. Das muss Main heißen, das hat eine besondere Bedeutung. So, ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen Format reingebracht, das besprechen wir dann auch. Ja. Also, er hat gesagt, wir haben ein Ergebnis, aber wir wissen noch nicht, ob das Ergebnis richtig da ist, weil wir es noch nicht ausgegeben haben. Aber erlaubst du mir vielleicht trotzdem zu kompilieren? Weil es wäre ja schön, dass wir sehen, dass wir den Fehler, die wir hatten, gelöst haben. Empfehle ich übrigens, immer wieder in kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Compilation successful. Eine Sache, in diesem Codeboard, wenn ihr mehrere Programme habt, müsst ihr im Codeboard dann an einer Stelle sagen, welches er ausführen soll. Das ist aber nicht schlimm. Ihr sagt einfach, er soll Average ausführen. So, ich soll das jetzt ausführen und du sagst, ja, erledigt, gehen wir nach Hause. Was fehlt noch? Sag es ruhig. Du darfst, es ist ja nicht falsch. System.out. Wieso System.out, erkläre ich euch. Es scheint so in der nächsten. Was gebe ich jetzt hier ein? Ja? Average. Also, was habe ich jetzt gemacht? Ich würde ganz kurz noch ausführen. Compile. Successful. Run. 18,0333. Das scheint ungefähr zu stimmen. Was ich also hier nochmal gemacht habe für die anderen, die jetzt nicht so mitgekommen sind, Variablen haben wir definiert, belegt. Wir haben hier eine Formel gefunden. Das ist sozusagen unser wiederverwendbarer Code. Wir haben eine neue Variable belegt mit dem Ergebnis und haben diese neue Variable irgendwie verwendet in einem besonderen Ding, was dann hier unten eine Ausgabe produziert hat. Okay. So, hatte ich hier noch was vor? Nein, hatte ich nicht. Also, ich habe eine Zusammenfassung, die werde ich jetzt nicht nochmal runterrödeln. Ihr habt heute Java kennengelernt, habt kennengelernt, was ein Programm ist. Die Übungsaufgabe, die nullte, da will ich kurz nochmal einen Hinweis drauf geben, die ist ganz entspannt. Die nullte Übungsaufgabe ist freigeschaltet, die heißt auch null, weil sie noch nicht die erste ist, weil wir fangen einfach bei 0 an. Die könnt ihr in der Übung bearbeiten, die könnt ihr zu Hause bearbeiten, die sollte verständlich sein, ihr müsst euch irgendwo anmelden bei Codeboard, da müsst ihr, das ist alles minimal. Wichtig ist nur eins, gebt sie ruhig ab, da steht Submit, da steht auch wie ihr es abgebt, damit wir Folgendes machen. Ich will, dass ihr im Laufe des Semesters mir Übungen abgibt und ich will, dass wir das an diesem Beispiel trainieren. Da wird niemand sozusagen wie soll ich sagen, bestraft, wenn er es nicht schafft. Wir sollten das alles zusammen machen, damit es läuft. Schaut euch die Übung an. Fragen dazu im Vorfeld werde ich in Moodle nicht beantworten können. Ich bin am Dienstag da, am Mittwoch da. Wenn es allerdings organisatorische Fragen sind, dann schreibt mir bitte eine E-Mail. Aber zu den Übungsaufgaben erwarte ich die, die Sie nicht selber bearbeiten können, Dienstag oder Mittwoch, je nach Gruppeneinteilung. Frage? Ja, also man kann die nullte Aufgabe kann man abgeben mit dem Link. Also, danke. Entschuldigt bitte die 8 Minuten.